Wir würden Sie ganz herzlich zum 59. Pflegestammtisch begrüßen, der letzte Pflegestammtisch in diesem Jahr. Wir sind die es seit Jahren, denke ich, bis jetzt, glaube ich, ganz gut erfolgreich organisiert haben. Das ist die Christiane Lüst und die Rose Hiefinger, für die, die beiden Mitinitiatoren nicht kennen. Wir würden Sie bitten, weil wir heute ein sehr ziemlich straffes Programm haben, gleich von vornherein sagen, dass wir uns, was die Wortmeldungen heute anbelangt, wirklich ganz, ganz konzentrieren auf das Thema Heimgesetz. Wir haben heute sehr viel prominenten Besuch, vor allem, ich glaube, das ist das erste Mal, dass auch sehr viele Vertreter der Wohlfahrtsverbände, der Heimträger da sind, und ich denke, wir freuen uns sehr. Für manche ist es schon nicht ganz einfach. Manchmal sagt man noch die Höhle des Löwen. Aber ich merke, dass immer mehr auch merken, dass wir eigentlich gemeinsam kämpfen und dass wir eigentlich eine gemeinsame Verantwortung haben. Insofern freuen wir uns natürlich über jeden, der hierher kommt. Es sind auch viele Pflegekräfte da. Und irgendwann wird es auch so sein, dass Pflegekräfte hier offen herkommen können. Manche sagen immer, man dürfe hier nicht herkommen. Wer hier war, hätte ein Problem. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sowas gibt, aber offensichtlich. Ich bitte um Verständnis, dass wir heute die vielen prominenten Vertreter und Vertreterinnen nicht namentlich begrüßen, weil dann haben wir die erste Viertelstunde schon rum, sondern dass wir es alles so machen. Ich glaube, bei dem Thema heute wird von den einzelnen Vertretern und Vertreterinnen sicher Wortmeldungen sein, und dann bitte ich Sie, dass Sie sich dann in Ihrer Funktion und Position persönlich vorstellen. Ist vielleicht für den einen oder anderen Besucher ganz interessant, wenn jemand einen Ansprechpartner sucht, dann hatten Sie hoffentlich Ihre Visitenkarten dabei. Entschuldigen wegen Krankheit und anderen Terminen müssen wir leider die Vertreter der Münchner Beschwerdestelle, die werden gerne genommen, der Heimaufsicht. Frau Dr. Ranzio ist im Krankenstand, hat aber Vertretung geschickt. Ich möchte Sie ganz herzlich grüßen, wäre ich gerne da gewesen. Von politischen Parteien ist die Frau Schoffer, die Frau Ackermann von den Grünen und der Herr Dr. Luchner von der ÖDP. Ich entschuldige mich. Von den Terminen, Sie haben die Programme, Rosi Hiefinger hat hier wieder Zeit gescheut und hat hier fotokopiert, also die Termine für das Jahr 2008 liegen jetzt da. Wir haben den Umbau Februar, März, April. Okay, haben wir einen kleineren Raum. Am 9. Januar, das ist dann offiziell unser 60. Pflegestammtisch, haben wir das Thema Angehörige, das haben wir auch, und Angehörigenbeirat. Wir haben das eigentlich auch ein bisschen symbolisch gewählt, weil ich denke, gerade dieser Pflegestammtisch wird ja maßgeblich von engagierten und mutigen Pflegeangehörigen, die sich hier versuchen, mit ihrem Engagement zur Verbesserung in Heimen beizutragen. Und deswegen wird am 9. Januar das Thema Schwerpunkt sein für Angehörige, Angehörigenbeirat. Angefragt habe ich den Dieter Hildebrand, der ist auf Tournee, er hat zumindest den Termin frei, hoffentlich kommt er. Zum 60. haben wir ja ähnlich über 50. gedacht, machen wir was, auch ein bisschen feiern. Leider konnten wir es nicht schaffen, dass wir den Gerhard Bold zum 9. Januar bekommen, aber viele haben es schon mitbekommen. Der Gerhard Bold kommt, und zwar am 23. Januar. Und wir haben einen großen Saal, hat den Veranstalter hier mit Herrn Schottnamen, wir wollen extra vom Löwenbräu gesprochen. Und jetzt ist nur, dass Sie bitte nicht jetzt alle aufstehen. Also der Vorverkauf beginnt heute, bitte nach der Veranstaltung bei der Frau Hiefinger. Das zweite ist der Vorverkauf natürlich auch am 9. Januar. Das wird die Hütte schon deshalb voll sein. Und dann der Vorverkauf, dass wir das letztes Mal waren, ein bisschen hektisch und ein bisschen unkoordiniert, läuft über den Löwenbräukeln. Und wir haben nochmal, ich habe jetzt 15 Euro, glaube ich, Rosi, oder? 15 Euro. Und genau, mit Vorverkauf noch 1,50 Euro drauf. Also ich glaube, Gerhard Bold braucht man hier nicht vorzustellen, das ist ein Selbstläufer.
im Februar haben wir den Termin, das ist der 13. Februar. Dort haben wir wieder mal das Thema ambulante häusliche Pflege. Es gab ja auch Probleme in der häuslichen Intensivpflege, da haben wir dieses Thema. Und am 5. März werden wir ein Buch vorstellen, das wir herausgeben werden beim Bertelsmann Verlag zum Thema, wie verdient man mit schlechter Pflegegeld. Und das werden wir am 5. März vorstellen. Wir haben dort schon interessante Teilnehmer schon. Unter anderem wird zum ersten Mal da sein die Sozialministerin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Heute läuft parallel, Sie haben es vielleicht im Programm gesehen, deshalb freut mich, dass trotzdem natürlich so viel da sein, ein interessanter Film im ARD heute. Für die, die es nicht sehen, wir werden versuchen, eine DVD zu bekommen, die wir dann irgendwo kommerziell verkaufen dürfen. Das nicht. Schauen wir mal. Morgen wird in den Zeitungen TZ und Abendzeitung, habe ich gehört, eine Berichterstattung sein. Und bei der Gelegenheit möchte ich ganz herzlich Vertreter der Münchner Zeitungen heute begrüßen. Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur, TZ Abendzeitung sind heute hier. Das heißt, Freitag ist dann Berichterstattung über diesen Pflegestammtisch. Und Sie kennen meine Bitte und Aufforderung, man muss schon auch schauen, dass die nötige öffentliche Resonanz auf die Presse ist, damit auch in den Redaktionen es entnehmbar bleibt. Die TZ, möchte ich nochmal darauf hinweisen, macht eine Aktion gerade, man versucht oder hofft, eine Pflegekraft des Jahres zu finden. Ein Reisebüro hat eine Kreuzfahrt für zwei Personen aus und wer meint, eine Pflegekraft vorstellen zu können, zu wollen, die etwas außergewöhnlich oder die sich besonders engagiert, dann möge man die Bitte an die TZ melden und weitergeben. Und aus dieser Aktion möchte ich Ihnen ein wunderschönes Zitat, was vielleicht auch mal zur Aufwertung ist, eine Pflegekraft aus einem Heim, ich sage jetzt nicht, sonst ist es Wettbewerbsverzerrung, aber mir gefiel das sehr schön, sie hat geschrieben, sie hat nie gedacht ans Aufhören, Zitat, es geht bei unserem Beruf darum, Menschen bei ihrem letzten Lebensabschnitt zu begleiten und zu versorgen, das ist für mich eine Ehre. Denke ich, ein schönes Zitat. Wir haben noch einen Veranstaltungshinweis und bevor ich das mache, würde ich sagen, dass es der Betroffene sozusagen selber sieht. Ich glaube, Herrn Krause kennt jemand. Vielleicht stellst du kurz selber schnell vor. Dein Anliegen und die Hoffnung, dass zum Gerichtstermin die Hütte voll ist. Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Manfred Krause. Hallo, schönen guten Abend. Geht so? Mein Name ist Manfred Krause. Ich habe meine Mutter seit 9,5 Jahren in einem Pflegeheim eines großen Wohlfahrtsverbandes und habe also sehr viele Probleme auch, was das Essen angeht, weil meine Mutter seit Jahren immer so schlucken kann, wie das halt ein junger Mensch machen kann. Und bei zwei Pflegekräften, bei 23 schwerpflegebedürftigen Menschen auf der Station, können Sie sich vorstellen, hat man nicht die Zeit, dass man alten Menschen so das Essen eingibt, wie es eigentlich menschenwürdig wäre. Also ich kann mich halt nicht damit abfinden, dass man meiner Mama monatelang oder noch viel länger bloß drei und immer wieder drei gibt und das vielleicht in 3, 4, 5 Minuten alles passiert ist, weil einfach keine Zeit da ist. Also sehe ich mich in den Jahren gezwungen, jeden Tag da zu sein und jeden Tag meine Mutter so, das Essen einzugeben, füttern sagt man nicht, obwohl meine Mama immer füttern sagt, und sie auch in den Garten zu bringen, weil dazu hat eigentlich überhaupt keine Zeit. Wir haben einen riesenschönen großen Park, mit dem auch geworben wird, aber dazu hat man natürlich keine Zeit. Und ich nütze halt auch im Winter jeden schönen Sonnentag, um meine Mama wenigstens rauszubringen, damit sie nicht 24 Stunden im Bett liegen muss. Und es wird natürlich auf uns Angehörige einen riesen Druck ausgeübt. Es gibt da Unterlassungserklärungen von der Rechtsabteilung, die einen unter Druck setzen. Die meisten Angehörigen haben dem Druck schon nachgegeben. Die Pflegekräfte haben sowieso Angst, dass sie ihren Job verlieren. Also es gibt kaum jemanden und wie gesagt, ich habe mich halt jetzt eben entschieden, dass ich den Kampf weiterführe und Sie können sich vielleicht vorstellen, in welcher Not und Verzweiflung ich gewesen bin, dass ich einen Brief im Frühjahr an die Heimleitung, auch an die Frau Staatsministerin Stevens, die Heimaufsicht und unseren Arzt und den Bürgermeister von Gräfelfing und auch Klaus Busig natürlich geschickt habe.
indem ich also angemahnt habe, dass also nicht die Leistung erbracht wird, für die bezahlt wird. Und ich habe da drin eben auch das Essen reklamiert, indem ich gesagt habe, das Essen nach Aussagen von liebenswerten Bewohnern ist ein Fraß und führt zum Verhungern im Heim. Und ich habe viele Essensbeweise auch gezeigt, auch viele Angehörige haben das gemacht, die sind mit dem Essen teilweise zur Einleitung gelaufen. Und der Koch behauptet dann trotzdem dreist, es hätte in 18 Jahren noch nie also eine Reklamation gegeben und auch einen Ordner mit Beschwerden, der da sein müsste und den er uns auch erzählt hat am Angehörigenabend, der sei also nicht da. Also jedenfalls gibt es also einen interessanten Gerichtstermin, wenn Sie mögen, am übermorgen am Freitag um 11.30 Uhr, das ist ein Festtermin, Sitzungssaal B101 im Justizgebäude an der Petrucelli-Straße 5, also nicht in dem riesengroßen Palast, sondern in der Pacelli-Straße 5, Sitzungssaal 101, es liegen viele Blätter rundherum. Dann habe ich noch eine kleine Bezerrung, ich würde Sie bitten, dass Sie eine unserer Pflegeschwestern in Ihr Nachtgebet einschließen. Wir hatten bis Anfang September eine ganz liebe 40-jährige Pflegekraft bei uns im Haus, Jahrgang 67, und ist Anfang September gestorben an einer Lungenentzündung. Jeder von Ihnen weiß, dass man mit 40 Jahren nicht an einer Lungenentzündung sterben muss. Die Arme hat wirklich sich wochenlang rumgequält und in den letzten Tagen war es auch zu sehen, sie war also ganz krumm und hat also Schmerztabletten noch und nöcher genommen, nur um unsere alten Leute pflegen zu können. Aber es ist niemand da, kein Kollege, keine Pflegedienstleitung. Von den vielen Ärzten, die rumlaufen, natürlich auch keiner da. Und deswegen plädiere ich auch bitte, gerade auch in die Politik, für den Arzt im Heim, der sich auch nicht nur um unsere alten Bewohner kümmert, sondern eben bitte auch um die Pflegekräfte. Denn wenn es denen gut geht, dann geht es auch unseren alten Leuten gut. Und deswegen möchte ich Sie heute in dem Moment bitten, dass Sie vielleicht wieder heute Abend beim Nachtgebet unsere Schwester Ines mit einschließen. Ich bedanke mich. Manfred Krause, denke, muss man nicht kommentieren. Wir hoffen, dass es sich hier um einen bedauerlichen Einzelfall handelt und eines dieser schwarzen Schafe, aber wahrscheinlich nicht. Ein kleiner Hinweis noch, das habe ich zuerst vergessen, das Ministerium hat eine CD herausgegeben, ganz jung, ganz alt, ganz ohr, diese kostenlos hinten am Stand, sind interessante Lieder, Texte drauf, unter anderem auch von Dieter Hildebrand, von Klaus-Peter Schreiner. Sie erinnern sich, Klaus-Peter Schreiner, der dieses, denke ich, gigantische, den Text, der alte Mann, und diese CD, ich hoffe, dass Sie genügend da haben, wenn nicht, dann werden wir beim nächsten Stammtisch. Ja, auf der Tagesordnung steht er noch nicht drauf. Ich habe mir kurzfristig überlegt, einen Überraschungsgast einzuladen. Und zwar, es ist ja oft so, dass wir hier oft über Situationen in Heim reden und es ist sehr oft schwierig, dass Angehörige sich trauen, über ihre Situation eines Angehörigen zu reden, solange dieser Angehörige noch lebt und im Heim ist. Ich hatte vor einigen Tagen, vor einigen Wochen mal die Gelegenheit, einen Vortrag zu halten und hatte dort einen Herrn kennengelernt, den man vorher schon kannte, von der, ja, ich glaube, 10 Minuten einfach die Situation beschrieben hat, die ich fast gespenstisch halte. Martin Löwenberg, manche kennen ihn, geboren 1925, ehemaliger KZ-Häftling, Hinterbliebene des Holocaust, hat seine pflegebedürftige Ehefrau in einem Heim in München. Und ich bitte Sie, Herr Löwenberg, einfach mal Ihre Erfahrungen, tägliche Erfahrungen, zu berichten. Schönen Abend allerseits, sehr verehrte Damen und Herren. Zunächst möchte ich mich bedanken für die Möglichkeit, hier einiges sagen zu können. Ich möchte aber auch gleichzeitig sagen, ich bin eigentlich in meinem politischen Leben heute das erste Mal als Überraschungsgast angekündigt worden. Überraschungsgast war für mich immer so jemand,
der eine gewisse Neugierde ausgelöst hat, das wird irgendwie ein Prominenter sein. Ich bin es nicht. Ich sage ganz offen, ich bin weder MDL, sprich Mitglied des Landtages, ich bin auch nicht ein MDB, Mitglied des Bundestages, ich bin lediglich ein Mitglied der Krankenkasse, also ein MDK. Zuerst möchte ich eine angenehme Aufgabe erledigen. Ich habe in dem Heim, in dem meine Frau und ich wohnen, habe ich zahlreichen Bewohnern mitgeteilt, dass ich heute zum Stammtisch vom Herrn Fussek und seinem Kreis gehe. Und mir ist vielfach aufgetan worden, dem Herrn Fussek und seinem Team zu danken für sein Engagement und ihm weiterhin Erfolg wünschen für die Sache der alten Menschen. Das wollte ich loswerden. Nach 3 Jahren ambulanter Pflegetätigkeit in der gemeinsamen Wohnung sind meine Frau und ich seit rund 15 Monaten in einem Alten- und Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt hier in München. Ich sage ganz offen, ich habe mir viele Häuser, viele Heime angeschaut. Ich habe dann bewusst ein Heim der Arbeiterwohlfahrt ausgesucht und mich bemüht, dort Wohnraum für mich und meine Frau zu finden. Ich habe es bewusst getan, weil für mich stets die Arbeiterwohlfahrt ein Teil der deutschen Arbeiterbewegung war und ich gehe davon aus, auch noch ist. Das war für mich der entscheidende Beweggrund. Ich bin, würde ich sagen, immer bemüht, zuzuhören können. Und das bedeutet für mich, dass ich auch in diesen 15 Monaten im Heim viele Kontakte finden konnte, aufnehmen konnte, nicht nur mit Bewohnern und deren Angehörigen, sondern auch mit Pflegepersonal. Und ich habe auch bewusst Bekanntschaften geschlossen oder wieder angeknüpft mit Leuten, die in anderen Heimen in München und Umgebung leben. Ich bilde mir also ein, dass ich so in etwa so ein Stimmungsbild wiedergeben kann, wie ich es aus meiner subjektiven Sicht in unserem Heim, unser Heim, das von meiner Frau und mir, täglich erlebe und wie ich es auch von anderen gehört und zum Teil auch gesehen habe. Ich möchte sagen, meine Frau ist in der Pflegeabteilung. Sie hat also Alzheimer und darüber hinaus, wie es so üblich ist, auch noch andere Gebrechen. Ich habe also nach 3-jähriger Pflege zu Hause nicht mehr geschafft, ich war ja auch nicht jünger, nicht mehr geschafft und wir haben dann gemeinsam diesen Schritt getan, unsere Wohnung aufzugeben und dieses Pflegeheim zu ziehen. Ich selbst bin dort im Bereich betreutes Wohnen. Das ist eine schöne Sache für mich. Die Kombination gefällt mir. Das ist in einem Nebenhaus, wo meine Frau also pflegerisch liegt. Und ich bin früh fast der Erste an ihrem Bett. Habe es auch im Laufe der Zeit geschafft, dass ich mit ihr gemeinsam frühstücke in dem allgemeinen Aufenthaltsraum. Und das Gleiche geschieht auch am Abend. Wir sitzen auch am Abend beisammen. Ich kann helfen, sie ins Bett zu bringen. Und wir sind sehr, sehr zufrieden mit diesem Zustand.
Wie oft sagt meine Frau, wie schön ist das, dass wir doch zusammen sind. Was immer unser Bestreben war, und mein Bestreben war auch, ich muss persönlich werden, ich wollte auch nicht meine Frau in ein Heim schicken, einfach so, dass sie das Gefühl hat, sie wird abgeschoben. Nein, ich habe den Rat von Ärzten gefolgt und habe gesagt, die mir gesagt haben, gehen Sie mit in das Heim, zumindest in die Nähe, damit sich das Krankheitsbild Ihrer Frau nicht verschlechtert. Und ich kann mit einer gewissen Freude sagen, ja, ich bin glücklich, wenn ich sehe, dass meine Frau sich insgesamt positiv entwickelt hat. Das heißt konkret, der Zustand hat sich nicht verschlechtert. Und das ist ein hoher Gewinn für uns, das wissen für mich auch. Ich würde sagen, um zu dem Thema zu kommen, ich komme also viel mit Bewohnern zusammen des Heimes. Und es ist für mich deprimierend, ja erschreckend, wenn mir immer so die Frage gestellt wird, in unterschiedlichen Worten und Ausdrücken, die Frage gestellt wird von alten, kranken Leuten, warum lebe ich denn eigentlich noch? Was ist denn der Sinn des Lebens für mich? Immer diese bange, ja ängstliche Frage. Sie fühlen sich in den Gesprächen zunehmend abgeschoben, abgestellt, eingeschränkt, in der Erhaltung ihrer Selbstständigkeit nicht gefördert. Sie fragen, ich verbringe ja nur den Tag, mehr nicht. Das kann doch nicht der Sinn, der weitere Sinn des Lebens sein. Ich spüre auch in ihren Augen, und das ist bedrückend, die Angst vor dem Ausgeliefertsein, vor der Einsamkeit in vielfältigster Form. Und diese Angst, so meine ich, macht alte Menschen noch kränker. Sie verlieren einfach Lebensfreude. Vielleicht darf ich so ein kleines persönliches Beispiel nennen. Mit meiner Frau kann ich mich zunehmend unterhalten. Sehr verständlich, oft wiederholend reagiert sie auf bestimmte Gegebenheiten des Umfeldes. Es bedrückt sie sichtbar, wenn sie Gleichaltrige leiden sieht, einsam sieht. Menschen, die in dem Rollstuhl sitzen, keine Besuche bekommen, allein gelassen werden. Und in Quintessenz ihre Ansichten bei solchen Gesprächen ist wiederholt, dass sie mir immer sagt, ach, ich habe nur den sehnlichsten Wunsch, ich möchte vor dir sterben. Vor dir sterben, dass ich nachher nicht so allein bin, wie die vielen, vielen anderen Menschen hier bei. Das beschäftigt sie, das belastet sie. Sie nimmt also auch bewusst vieles, vieles wahr. Und ich muss auch sagen, viele Menschen, mit denen ich spreche, die haben auch Angst. Angst in vielfältigster Form. Angst zum Beispiel, weil sie wissen, sie leben in Armut. Weil sie sich so wenig leisten können bei ihrer kleinen Rente beziehungsweise vom Taschengeld, das sie erhalten, wenn sie Sozialhilfeempfänger sind. Und so viel immer mehr Ausgaben davon leisten müssen, von Medikamenten und so weiter, brauche ich hier nicht im Einzelnen aufziehen. Und das ist für mich auch so, ich würde sagen, solche Dinge zu erleben oder zu hören, dass eine Frau konkret in der Umgebung Leergut, Leerflaschen sammelt, auf bestimmten Plätzen und so weiter, damit sie ihr Taschengeld aufbessern kann.
weil eben Sie mit jedem Cent rechnen müssen. Es lag eben vorne und hinten nicht. Also diese Belastung haben Sie auch. Und da muss ich schon deutlicher werden. Da muss ich schon sagen, es ist für mich bedrückend, ja beschämend, wenn in einem reichen Land Menschen der Jahrgänge, insbesondere 1915 bis 1930, die bewusst den Zweiten Weltkrieg und den Faschismus erlebt haben, wenn die in diesem reichen Land, was sie wieder aufgebaut haben, sie haben den Reichtum geschaffen, der Deutschland heute besitzt. Wenn sie in diesem Land nicht in Würde an einem sorgenfreien Lebensabend teilnehmen können. Das ist für mich ein, ich sage es ehrlich, ein beschämender Zustand. Ich wiederhole meine Worte. Ich sage auch, und das habe ich letztens gesagt, bei einem Angehörigentreffen in unserem Heim, und das unterstreiche ich hier nochmal. Ich mache immer deutlich, bei der Pflege handelt es sich um einen rechtlichen Anspruch. Es handelt sich doch in erster Linie nicht um Pflegebedürftige, sondern Pflegeberechtigte. Und ich sage mal, die Angehörigen müssen das auch sichtbar machen, auf öffentlichen Stellen, auch den jeweiligen Heimleitungen. Ein Rechtsanspruch besteht auf Menschenwürde, auf ein Leben in Würde. Und sie müssen kämpfen, mitkämpfen, dass dieses umgesetzt wird. Und ich sage vielleicht noch deutlicher, ein sich Sozialstaat bezeichnendes Gemeinwesen muss endlich dafür sorgen, dass der letzte Lebensabschnitt eines Menschen in Würde bewältigt werden kann. Und ich stelle jetzt mir selbst die Frage, wie sieht es diesbezüglich in unserem Heim aus? Und aus Gesprächen weiß ich, auch in vielen anderen Einrichtungen. Und da möchte ich einen Kernsatz aufstellen vor euch. Nicht die Bedürfnisse der zu Pflegenden bestimmen den Tagesablauf, sondern die Schichtpläne des Personals. Und das bedeutet, konkret gesagt, Hektik in aller Früh. Hektik in aller Früh. Mit starrem Aufstehen bzw. Frühstückszeiten. Starre, unbewegliche. Da wird keine Rücksicht genommen auf die persönlichen Bedürfnisse des einzelnen alten, kranken Menschen. Nein, keine Rücksicht genommen. Und das Gleiche geschieht am Abend. Auf der einen Seite, ich schilder mal einen ganz kleinen Fall, aber so gezeichnet. In diesem Wohnbereich sitzt eine alte Dame mit uns 5, 6 anderen Personen und meiner Wenigkeit, sitzt beim Abendessen. Sie ist bemüht, nach einem Schlaganfall ihr Essen einzunehmen. Das wird geduldet, würde ich sagen, bis ein gewisser Zeitdruck aufkommt. Ein Zeitdruck dergestalt, dass die Pflegerin oder der Pfleger reinkommen, sieht, dass noch Essen auf dem Teller ist und dann wird die Frau gefüttert. Da wird ihr die bisschen Selbstständigkeit, was sie fördern sollte, was sie will, selbst leisten, das wird ihr geraubt, dergestalt. Es wird in einem Eilzugtempo, wird ihr alles reingestopft in den Mund. Sie hat gar keine Chance zu kauen, sondern nur noch zu schlucken, was oft damit endet,
dass sie sich verschluckt, dass sie einen Hustenanfall bekommt. Aber es wird weiter nachgestoppt, weil die Zeit ruft. Die Zeit. Und dann geschieht Folgendes, kaum ist der letzte Bissen runter, da wird der Rollstuhl genommen, die Frau wird rausgeschoben. Die wird rausgeschoben, auch wenn sie in ihrer Behindertensprache also sagt, nein, ich will noch nicht. Nein, sie wird schon vor 19 Uhr rausgeschoben aus dieser kleinen Gemeinschaft. Sie wird ins Bett gebracht vor 19 Uhr. Ganz egal, was für eine Jahreszeit ist. Auch im Sommer, wenn noch alles hell ist, wird sie ins Bett gebracht, weil die Tendenz eben einfach ist, diese Menschen, die die Pflege brauchen, das heißt, bis ins Bett, dass sie versorgt werden. Diese Pflege muss vor 20 Uhr beendet sein. Muss alles erledigt sein, wenn der Nachtdienst beginnt. Und es gibt eben Momente, wo der Küchendienst wieder nicht mitkommt, zu spät das Essen runterbringt. Und dann ist eben dieser zeitliche Engpass da. Ich habe um 20 Uhr Feierabend. Und bis um 20 Uhr muss ich das und das machen. Und das kann ich nur machen, wenn rechtzeitig die Leute von mir ins Bett gebracht werden. Das führt für mich sogar dazu, dass manche Bewohnerin, Pflegebedürftige nicht am gemeinsamen Abendessen teilnimmt, sondern der Pfleger und die Pflegerin sorgen dafür, dass sie in ihrem Zimmer bleibt und vorher bereits bettmäßig entsorgt werden, damit also keine Zeit verbraucht wird, die am Ende des sogenannten Feierabends fehlt. Also so ist also in etwa so die Situation. Und ich würde sagen, es gibt keine Atmosphäre der Entspannung, des sich Zeit nehmens. Die keine Berücksichtigung individueller Wünsche. Und das Gleiche muss ich auch feststellen, ja, es ist halt so eine Konstruktion, dass es eigentlich nie, wie man es so schön sagt, einen Nachschlag gibt, eine Nachschlagmöglichkeit. Nein, der Ablauf ist einfach so, im achten Stock wird das Essen vorbereitet. Er sagt, dass die Abteilung besteht aus 6., 7. und 8. Stock. Wir sind im 6. Stock, dann kommt man als Letzte in den 6. Stock. Dann wird die fertigen Portionen vorgesetzt. Und dann sieht man die Person der Küche, die das Essen gebracht hat, erst wieder, wenn sie das Geschirr abholt. Mehr sieht man sie nicht. Es besteht keine Möglichkeit, dass man sagen kann, ich will noch was zu trinken haben. Oder haben Sie nicht noch einen Joghurt für mich? Überhaupt einen Joghurt für mich? Oder ist nicht das und jenes möglich? Nein, es ist nicht möglich. Es ist am schwarzen Brett hängt dran, was dem Einzelnen zusteht. Das genau aufgeführt, was weiß ich, es gibt ein Knödel, oder, was weiß ich, zwei Nockerl in der Suppe pro Person, genau aufgeführt. Und dabei bleibt es. Es ist einfach eine Organisation, wo keine Möglichkeit des sogenannten Nachfassens gibt. Ich kenne Heime, wo auch beim Frühstück ein Korb mit Brötchen, Semmeln, Brot hingestellt wird. Es kann nachgefasst werden und es wird halt am Ende dann mit abgeräumt. Ist in dem Heim, wo meine Frau und ich sind, nicht möglich. Ist nicht möglich. Ohne jetzt meine, um das auch deutlich zu machen, habe ich noch viel Zeit? Ja. Ohne also meine Person hervorzuheben. Ich habe festgestellt, es gibt früh immer eine Tasse Kaffee. Person. Die wird eingeschenkt, die steht da. Zum Teil ist, und das ist für mich auch kein Stück Esskultur,
Es gibt zum Teil den Kaffee nicht in Tassen, sondern in Plastikbecher, weil man nicht genügend Tassen hat. Oder manchmal sagen sie, die Tassen werden mitgenommen, die jeweiligen Zimmer. Wir haben halt keine Tassen mehr. Das Gleiche gilt, Gabeln haben Seltenheitswert in dem Heim. Manchmal kommt man runter und stellt auch fest, es lagen auch nicht Messer und kleine Kaffeelöffel zum Umrühren des Kaffees. Und in dieser Situation, wo der Einzelne eine kleine Tasse oder einen Plastikbecher Kaffee hatte und nicht mehr nachtrinken konnte in der Früh, in dieser Situation habe ich mit der Stationsleiterin gesprochen, bin ja dafür, dass wir Nägel mit Köpfen machen. Mit ihr gesprochen und habe ihr gesagt, ist es denn nicht möglich, dass auch noch eine Kaffeekanne zusätzlich zu der jeweiligen einen Tasse pro Person hingestellt wird, damit man sich bedienen kann und nachher wird die Kanne wieder zurückgenommen. Das war für mich nicht nachvollziehbar, die Argumentation der Stationsleiterin hören zu können. Das ist nicht möglich, weil das eine Mehrarbeit ist. Die Kaffeekanne muss nämlich sehr, sehr gründlich nachher gereinigt werden. Und die Zeit ist nicht vorhanden. Und da habe ich mein Unverständnis gesagt. Und da hat sie gesagt, wenn es Ihnen nicht passt, gehen Sie zur Heimleitung. War für mich die Selbstverständlichkeit, zur Heimleitung zu gehen. Und es ist, ich will meine Person nicht hervorheben, es geht nur um die Sache. Und im Lauf der Zeit, nach einigen Tagen, ist es möglich gewesen, dass ab dem Moment bis heute immer zusätzlich eine Kaffeekanne, die Kaffee dasteht, mit der Mitteilung, wir haben es machen können, was sich der Herr Löwenberg bereit erklärt hat, einzugießen, jenen in dem Wohnbereich, die das allein nicht mehr können. Das war so eine bezeichnende Argumentation. Oder wie oft sage ich immer, es erfolgt auch keine Kontrolle der Medikamenteneinnahme. Da sind zum Teil Frauen, die kaum diese kleine Tablette in die Hand nehmen können. Das wird hingestellt in einem kleinen Becher, neben der Kaffeetasse und dann hat sie es. Und es wird nicht kontrolliert. Ich sage immer wieder, könnt ihr nicht dabei bleiben? Könnt ihr nicht helfen, das den Menschen in die Hand zu geben oder in den Mund, damit kontrolliert ist, dass die Medikamente eingenommen werden? Das ist nicht möglich. Bis zur Stunde nicht möglich. Sondern die Medikamente werden nie verschrieben. Als Jungs. Also das ist für mich sowas. Ja. Und trotzdem bin ich loswerden, trotz dieser und weiterer Unzulänglichkeiten, sage ich aufgrund meiner erst kurzen Erfahrung im Heim, es ist meines Erachtens nicht in erster Linie entscheidend die Pflege rund um das Essen und die Trinken, sondern für mich ist entscheidend die menschliche Zuwendung, nach denen sich besonders alte und kranke Menschen sehnen. Und da fehlt es mal. Da fehlt es mal. Ich brauche also nicht nur, was ich die Situation meiner Frau schildern. Da ist es mir sichtbar. Das fängt schon so an in aller Früh. Es fällt das freundliche ins Zimmer kommen, ein freundliches Guten Morgen. Es fällt ein Händedruck oder eine sogenannte Streicheleinheit, die also, oder einfache Umarmung, die älteren Menschen so gut tun, die entscheidend beiträgt, um Angstgefühle zu lösen.
es fehlt eben das sich etwas Zeit nehmen, statt des schrecklichen, ja für mich beschämenden, wenn gesagt wird, aus dem Mund eines Pflegers und einer Pflegerin, ich habe keine Zeit. Das ist für mich eine so beschämende Aussage, im Pflegebereich immer wieder das zu sagen. Und ich spüre das in den leeren oder feuchten Augen alter Menschen, wenn sie sich so einsam, so verlassen fühlen. Und ich sage noch einmal, braucht doch nicht viel Zeit, wenn man den alten Menschen umarmt, wenn man ihn eine Nähe sichtbar macht. Nein, das ist nicht der Fall. Obwohl ich sage, und das wird ja allen gelehrt in der Pflege, das Wichtigste in der Pflege ist meines Erachtens Kommunikation. Nochmal Kommunikation. Nochmal Kommunikation. Das ist es. Und ich weiß aus Gesprächen mit Pflegerinnen und Pflegern, sie leiden unter diesem Zustand. Sie leiden darunter, dass sie so wenig Zeit haben für die menschliche Zuwendung, wegen der sie ja den Pflegeberuf gewählt haben. Vor einem Monat hat in Germering hier bei München eine Kundgebung stattgefunden, eine Protestkundgebung von Jungen aus einer Pflegeschule oder aus Pflegeschulen von ganz Bayern. An dieser Protestkundgebung haben über 500 Schülerinnen und Schüler des Pflegeberufes teilgenommen. Und diese Kundgebung, die lief unter dem Motto, dass ich jetzt gerade nichts Falsches sage. Ja, Pflege im Akkord ist auf Dauermord. Danke für den Hinweis. So hieß es dort. Und wenn ich nur noch deutlich mache, wie das im Nachtdienst aussieht. Und noch einmal das so unterschreiben. Es gibt irgendwie eine Unterlage, die lautet, dass im Durchschnitt im Bundesgebiet mehr als 40 Personen betreut werden im Nachtdienst von einem Pfleger oder einer Pflegerin. Und dass erst nach 50 Personen eine zweite Pflegekraft herangezogen muss. Noch weniger. Noch weniger. Ich danke für den Hinweis. Ich nenne jetzt eine konkrete Zahl in dem Haus, wo meine Frau in der Pflege ist. Da sieht das so aus. Nachtdienst allein heißt bei uns konkret bei uns 36 Personen in der Pflegeabteilung, davon einige alle 2 Stunden betreut werden müssen, drehen und sonstige Tätigkeiten. Weitere 40 Personen zu betreuen im stationären Altenbereich, davon 10, die laufend mit Lichtkontakten kontrolliert werden müssen. Und bei allen anderen muss der Pfleger oder die Pflegerin auf Klingelrufe reagieren. Eine Person. Und das gilt, um dann noch zu unterschreiben, für eine Tätigkeit, die sich hier erstreckt, über 6 Stockwerke. Und dem Pflegepersonal des Nachtdienstes ist es untersagt, einen Lift, einen Fahrstuhl zu benutzen, damit er ja nicht stecken bleibt, dann hilflos drin hängt. Nein, das ist eine Tätigkeit für einen in der Nachtschicht. Sodass man also sagen muss, eben unter diesen Bedingungen, da ist eine Pflegerin und der Pfleger völlig überfordert. Die ist durch den Stress völlig ausgebrannt.
Und ich kenne nicht wenige Fälle, wo Leute zu mir sagen, ab Nachmittag trinke ich keinen Tropfen mehr. Trinke ich keinen Tropfen mehr, weil ich auf Hilfe angewiesen bin beim Toilettenbesuch. Und in der Nacht habe ich schon oft so lange warten müssen auf mein Klingelzeichen, sodass ich das nicht halten konnte. Und dieses Schamgefühl, diese Blöße will ich mir nicht mehr geben. Sie verzichten auf das notwendige Trinken, weil sie Angst haben, dass sie hilflos in der Nacht allein gelassen werden. Das ist auch ein Stück Wirklichkeit. Und ich meine, es ist jetzt fast für mich eine Verpflichtung, an dieser Stelle endlich allen Pflegekräften, die tagtäglich mit viel Engagement und Aufopferung ihre schwere Arbeit unter hohem Leistungsdruck bei schlechter Bezahlung, das muss ich unterstreichen, bei schlechter Bezahlung verrichten. Ich muss Ihnen meinen hohen Lob und Dank aussprechen. Ja, ich frage manchmal, wenn ich den Krankheitszustand der Leute der Pflegepersonal sehe oder die Krankmeldung sehe, da frage ich manchmal, wer hilft eigentlich dem Pflegepersonal? Ich sprach soeben auch von schlechter Bezahlung. Und ich meine in der Tat, ich habe vorhin gesagt, wir sind in einem AWO-Altenheim. Und da meine ich, ist für mich auch Fakt, dass selbst die Arbeiterwohlfahrt strebt an, den Preis der wahren Arbeitskraft im Pflegebereich zu drücken. Wenn Sie doch zum Beispiel bei den derzeitigen Tarifverhandlungen auf Kosten der Beschäftigten sparen. Ich meine, die derzeitige Entlohnungspolitik, konkret die unterschiedliche Entlohnung bei gleichzeitiger Arbeit und Qualifikation, vergiftet auf dem Heim, in dem ich mich befinde, für mich sichtbar das Klima innerhalb der Belegschaft. Und ich muss erschreckend feststellen, das führt zugleich auch zu einer Entsolidarisierung innerhalb des Kreises der Beschäftigten. Ja, ich würde sagen, es gibt Formen, die man unter dem Begriff Mobbing zusammenfassen kann. Formen, die so weit gehen, dass ich sage, die Entsolidarisierung bedeutet, dass manche froh sind, wenn die Kollegin oder der Kollege Schwierigkeiten hat mit der Heimleitung, weil sie sich von der irren Auffassung leiten lassen, wenn die andere oder der andere Kollege Schwierigkeiten hat, festigt das meinen Arbeitsplatz hier im Betrieb. Also, was die Arbeiterbewegung in Deutschland groß gemacht hat, die Solidarität, wird mit einer solchen Entlohnungspolitik der Verantwortlichen in der AWO kaputt Füßen. Ich appelliere gerade an die Arbeiterwohlfahrt, sich wieder auf ihre Wurzeln zu besinnen. Es wird Zeit. Ich habe eine Bitte geäußert, ja einen Appell. Ich möchte noch einen weiteren Appell loswerden. Ich appelliere auch an die Angehörigen von Menschen, die sich in Heimen befinden. Ich muss erleben, dass so wenige Angehörige oder dass Angehörige so wenig ihre armen Leute in den Heimen besuchen. Sich dafür Zeit nehmen.
Nehmt euch Zeit, kann ich nur zurufen. Die alten Menschen sind so dankbar, wenn sie nicht sich alleingelassen, abgeschoben fühlen. Das ist also mein dringender Appell und ich, das ist ein Thema in einer nächsten Sitzung. Ich habe schon einige Vorbereitungen getroffen, vorgenommen in unserem Heim, wo meine Frau und ich uns befinden, einen Angehörigenbeirat zu haben. Damit Angehörige einbezogen werden und gemeinsam mit dem Heimbeirat und der Heimleitung Verbesserungen zum Wohle der alten Menschen durchsehen. Ich möchte zum Abschluss sagen, in unserem Heim ist am schwarzen Brett ein Aushang, da heißt es, oder der beinhaltet den Instanzenweg, wenn der Einzelne Beschwerden oder Kritiken loswerden will. In dem Beschwerdeweg wird genau aufgerichtet, innerhalb des Heimes, innerhalb des AWO-Verbandes, genau aufgeführt, auch die Telefonnummer und Kontaktperson, die gründliche Arbeit. Man hat sich auch in diesem Zettel hat man auch aufgeführt, die städtische Heimleitung, die allerdings nur den Namen, ohne Kontaktperson, ohne Telefon. Nur gut. Aber wenigstens, das ist eine Form. Aber ich sage als Person, diese Form oder dieser Weg genügt mir nicht. Genügt mir nicht mehr. Nein, ich bin dafür, dass der Weg in die Öffentlichkeit gegangen wird. Dass die Gesellschaft aufmerksam gemacht wird auf bestimmte und konkrete Missstände. Dass die Gesellschaft aufwacht, erkennt, dass Alter auch zum Leben zählt. Erkennt, dass für die alten Menschen also viel, viel mehr getan werden muss. Und mit dieser Einstellung stehe ich hier und sage, solange Kopf und Körper mitmachen, will ich mithelfen, dass die Würde der alten Menschen einen höheren Stellenwert hat als heute. Und ich möchte in dem Sinne nochmal abschließend mich bedanken für das Engagement von Freund Fusse und dem Team und mich verpflichten, solange meine Kräfte mitmachen, mitzuhelfen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Lange Beifall zeigt Ihnen, dass Sie auch zeitlich nicht überzogen haben, sondern dass es, denke ich, eine brillante Einstimmung für unser heutiges Thema ist, ein Heimgesetz. Eine Anmerkung möchten Sie mir aber gestatten. Wir hätten, befürchte ich, so einen Beitrag über jeden Wohlfahrtsverband, über jeden Heimträger hier bringen können. Was Herr Lübeck geschildert hat, hat jetzt in dem Fall nichts mit der Arbeit der Wohlfahrt zu tun. Das ist jetzt ein konkretes Beispiel. Die Beispiele hören wir seit Jahren täglich quer durch die Republik, quer über Träger. Und jeder Träger hat seine guten Heime, seine normalen und eben diese Häuser. Ich denke, die Einstimmung ist deshalb so wichtig, weil man sehr schnell sich hinter Gesetzen verbirgt. Ich habe vorgestern gelesen, dass jetzt auch die Forderung ist, den Kinderschutz ins Grundgesetz reinzutun. Ich habe gedacht, der ist drin, aber ja, ich habe deshalb auch den Titel der Veranstaltung ganz bewusst gewählt. Vor wem müssen wir eigentlich die pflegebedürftigen Menschen schützen? Wo sind die Gegner?
Wer ist gegen gute Pflege? Wer ist gegen gute Arbeitsbedingungen? Ich kenne niemanden. Habe auch noch niemand gehört, alle sind dafür. Aber offensichtlich müssen wir ein Gesetz haben. Wobei, wir haben ja eins, aber es gibt ein neues Gesetz. Und jetzt gehe ich einfach rein und die Frau Ministerin Stevens war ja zu dieser Thematik schon mal drin. Wir hatten ja mal vor einigen Monaten das Thema, Bayern kriegt das beste Heimgesetz. Das war, damals waren wir uns einig und Frau Ministerin. Und, aber ich denke, da sind sich auch alle Parteien einig. Das denke ich, sollte man an dieser Stelle sagen. Sondern hier haben wir eigentlich ein Thema, wir betonen es ja beim Pflegestammtisch immer wieder, dass nichts, absolut nichts mit Parteipolitik zu tun haben kann und darf, sondern die alten Menschen, und ich denke, Herr Lüttenberg hat es geschildert, wir müssen uns um unsere alten Menschen kümmern. Jeder, der in der Pflege tätig ist, hat da Verantwortung, hat hinzuschauen, nicht mehr wegzuschauen, aber auch jeder in unserer Gesellschaft, wir haben ja mal den Satz gesagt, wenn jeder in diesem Land sich um einen Menschen kümmert, dann kann es diese Missstände in dem Umfang nicht geben. Ich denke, Frau Ministerin wird jetzt das neue Gesetz vorstellen, den Entwurf erstellen. Und anschließend haben wir Vorschlag ohne Diskussion dazwischen, weil ich denke, das würde sonst zu lang ist. Ein Vertreter der Angehörigen, Herr Jordan, und dann zwei Vertreter der Verbände. Und dann sind Sie dran, Frau Ministerin, bitteschön. Ja, ich sehe gerade, unser Spendentopf geht, die Schachtel geht wieder rum. Wir bitten Sie auch, die Schachtel geht rum. Bitte, den Pflegestammtisch damit zu unterstützen. Frau Ministerin, bitte. Dankeschön, Klaus Busseck, und Ihnen allen meinerseits ein herzliches Grüß Gott. Zum Kinderschutz möchte ich vielleicht doch noch etwas dazu sagen. Klar haben wir ein Grundgesetz, überhaupt keine Frage, und das gilt für alle Menschen, egal ob sie klein, groß, erwachsen, alt, Kinder und so weiter sind. Aber wir haben natürlich auch im Grundgesetz ein sehr stark normiertes elterliches Sorgerecht. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen im nationalsozialistischen Regime. Und es geht hier zum Beispiel beim Kinderschutz dann darum, wenn Jugendämter durchaus der Überzeugung sind, Kinder müssen aus Familien rausgenommen werden, in die Obhut des Staates überstellt werden, weil Familien nicht mehr in der Lage sind oder weil Gefahr im Verzug ist. Dann kann es durchaus sein, dass Familiengerichte dann Jugendämter bremsen und das Sorgerecht bei den Eltern belassen. Und in dieser Abwägung läuft die Diskussion zurzeit in Deutschland, ob man das elterliche Sorgerecht nicht ein Stück weit relativieren muss, vor dem Hintergrund, dass man hier verstärkt die Kinderrechte normiert. Das ist eigentlich der Hintergrund. Da geht es um eine Relativierung des elterlichen Sorgerechtes. Das würde uns im Bereich der Jugendämter oder die Jugendämter in den Landkreisen in den Verwaltungen der kreisfreien Städte, das würde uns einiges dann doch in dem einen oder anderen Fall erleichtern. Darum geht es in der öffentlichen Diskussion. Ansonsten sind natürlich die Menschenrechte geltend für alle. Gar keine Frage, ob groß oder klein, ob dick oder dünn. Das wollte ich dazu nochmal richtigstellen, weil ich auch der Ansicht bin, wenn man gerade über die Situation der älteren Menschen diskutiert, unabhängig davon, ob das jetzt im ambulanten Wohnbereich ist oder im stationären Bereich ist, wir sollten da in keiner Form unterliegen, ja, Kinderrechte gegenüber dem Schutz, den wir für ältere Menschen haben wollen, gegeneinander auszuspielen. Deswegen denke ich, da brauchen wir eine exakte Diskussion. Ich möchte natürlich auch ganz herzlich meine Kollegen aus dem Bayerischen Landtag, den Herrn Brandschaffe, der ist Vorsitzender unseres Sozialpolitischen Ausschusses, und den Kollegen Unterländer begrüßen. Wir haben ja jetzt den Gesetzentwurf, leider Gottes, ich habe das gerade erfahren, nicht sofort nach dem Ministerrat am Dienstag, aber ich habe es vom Kollegen Bayer, ebenfalls Mitglied aus dem Bayerischen Landtag, erfahren, dass er gestern angekommen ist, heute Morgen angekommen ist.
Ja, dann hat es gerade noch gepackt, es wäre ja eine Todsünde gewesen, wenn ich ihn heute vorstelle und sie hätten ihn noch nicht gehabt. Ich komme dann auch drauf zu sprechen, es gab dann das ja da auch noch gewisse Abstimmungsprobleme, das war so im Ministerauftrag, Abstimmungsprobleme mit Innenministerium und mit Finanzministerium. Und vor diesem Hintergrund ist er dann etwas später dem Landtag zugeleitet. Ich sage das deswegen, weil es natürlich ganz wichtig ist, wenn man so ein Gesetzentwurf in der Öffentlichkeit diskutiert, dass dann die Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag den Gesetzentwurf natürlich auch entsprechend haben. Denn sonst würde man natürlich die Mitglieder des Landtags